Und damit willkommen zurück zu meiner heutigen Ausgabe von Let's Play Mountain Blade. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich kurz etwas mit euch besprechen. Und zwar habe ich auf meine Sünden-Part von Vampire the Masquerade, das war glaube ich der vorletzte, drei Kommentare gehabt, die alle sehr positiv waren, so Like und Abo hast du. Und ich hatte ja gestern auch 17 Abonnenten. Die Sache ist die, dass ich jetzt heute, einen Tag später, nur noch 16 habe. Und ja, wahrscheinlich liegt es an YouTube, aber ich wüsste gerne von euch, an was das liegen kann eventuell. Das soll kein Angriff sein, es irritiert mich einfach nur ein bisschen. Gut, fangen wir an. Beim letzten Mal haben wir Fürst Venezia an die Flucht geschlagen und eine Belgier-Karawane ausgeraubt. Und wir sind jetzt... Ja, und wir hatten das letzte Mal sehr wenig Arbeit. Wir sind jetzt fast vollzählig, aber nicht ganz. Das bedeutet, als erstes werden wir jetzt nach Welche gehen und die Gefangenen verkaufen. Und dann werden wir uns wieder vollzählig machen. Dann werden wir schauen, ob es weitere Aufgaben für uns gibt. Bunduk, das Geld, ein Reisender, die halt haargenau gleich aussehen. Ja, fast gleich. War jetzt ein bisschen anders. Wir müssen ja im Moment nichts sammeln, also können wir ohne schlechtes Gewissen alles verkaufen. Bis auf den Fürsten Marmun, den will irgendwie keiner. Gut, jetzt sind wir schon mal wieder vollzählig. Das Tyrion und Fürsten Mir sind hier. Fürsten Mir hat keinen Bedarf. Gibt es irgendeinen Fürsten, der es nicht mag? Fürst Doro. Das ist der Neuling. Okay, dann geben wir mal 3000 aus. Wir sind von minus 5 auf minus 2. Geben wir mal 2000 aus. Wir haben ja das Geld. Wir haben jetzt immer noch knapp 20.000. Also das ist jetzt kein Problem gewesen. Fürs Dirigon kann ich für euch etwas tun. Nein, ich werde mit Westfalia keinen Krieg anfangen. Warum? Weil wir eh mit den Vegas im letzten Part schon ziemlich Probleme hatten. Nicht wir per se, aber... Oh, das ist aber nicht schön, die Farbe auf dem Schild. Das ist nicht schön bemalt. Das könnte doch besser. Eine Karawane nach ihrem eskortieren? Ja, warum nicht? Wie gesagt, wir haben gerade eh nichts zu tun. Jetzt mal noch die Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Oh, 17.000, gar nicht mal so teuer. Halt, das Pferd verkaufen wir noch. Bessere Rüstung. Doch besseres Manöver, gleiche Angriff. Geschwindigkeit ist es schlechter. Sollten mal gucken gegen den neuen Rennpferd. Hier ist ein schweres Rennpferd. Ich glaube, das leiste ich mir jetzt mal. Ist nämlich genau gleich schwer, hat aber mehr Rüstung. Jetzt gucken wir mal, dieser heraldische Wappenrock interessiert mich natürlich. Der ist stärker als unsere Rüstung und ist gar nicht mal so teuer, 17.000. Hier für 11.000 ist auch eine Plattenrüstung. Oh, gerade ganz billig, die Sache. Die Sache ist nur die, dass wir bald ein neues Gebäude in unserem Dorf bauen müssen, weil nach diesem Tag, der Wachturm fertig ist und dann möchte ich ein bisschen Geld sparen. 13 Jahre Steuern kriegen wir. Kommt ein Ortjäger noch dazu. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann, meine lieben Freunde hier im Dorf? Jetzt seid Feinde gesehen, heißt nicht. Das ist gut. Momentan brauchen sie auch nichts. Habt ihr Rinder? Ne, im Moment nicht.
Aber sie brauchen auch keine scheinbar. Oh, der Wachturm ist fertig. Ah, gut, dass ich mir jetzt nachgeschaut habe. Ich dachte, der braucht noch einen Tag. Okay, schauen wir mal. Das Herrenhaus kostet 6.400. Die Mühle 4.800. Und die Schule 7.200. Das bringt es. Ein Herrenhaus lässt euch im Dorf eine Ruhepause einlegen. Und euren Truppen halben soll sein, solange ihr euch ausruht. Ist jetzt nicht so wichtig. Eine Mühle. Eine Mühle erhöht den Wohlstand des Dorfes um 5%. Ja, das ist nicht schlecht. Die Schule. Eine Schule erhöht die Loyalität der Dörfler für euch um plus 1 pro Monat. Ne, da werde ich jetzt die Mühle bauen, weil, wieso nicht? Gut, dann gucken wir jetzt mal, ob wir da was Neues abstauben können. Wenn gerade in Belchex so billige Sachen sind, dann interessiert mich das natürlich. Schauen wir erstmal bei den Waffen, denn eine schwere Langachse mit 53 Schaden. Hier eine ausgewogene Langachse mit 54 Schaden für 2841. Die nehmen wir schon mal mit. Dann für das einhändige und das Falchion. Das Zweihänder ist nicht einhändig. Ein Bastardschwert. Als weinlich und eigentlich für uns vielleicht der Vorteil. Das ist alles so schlecht, die Waffen. Nee, ich glaube, ich behalte das erstmal. Wie sieht es mit der Lanze aus? 23 und 30. Kürzer Speer. Schlechter. Eine Wurflanze kann man aber nicht werfen. Lol. Ich sehe jetzt auch nichts Besseres. Gut, dann gucken wir mal zu den Rüstungen. Nee, jetzt haben wir zu wenig für das Kettenhemd. Scheiße. Die Leute auch. Allerdings könnten wir uns dicke Handschuhe holen. Genau, da ist 81. Ich gucke jetzt einfach mal von ganz vorne. Zuerst Topfell. Da finden wir wahrscheinlich nichts Besseres, weil 57 ist schon eine sehr starke Rüstungsschutz. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen dauert, aber. Ist ja auch mal gut, wenn man nicht damit fightet. Nee, da gibt es nichts Besseres, weil ich will jetzt einfach mal gucken nochmal. Die Stiefel 32 ist auch relativ gut. Wir haben eigentlich eine relativ gute Ausrüstung und finden eigentlich kaum noch was, was wirklich besser ist. Nee. Stärkste sind 30 und 32, denn die Rüstung hat 46 und 8. Die könnten wir verbessern natürlich oben, aber das Geld haben wir nicht mehr. Jetzt nimmt die Kleidung schon erstaunlich, wie viel Rüstungsschutz die Kleidung bietet. Hier hätten wir 49 und 13. Ein Plattenrock. Ein rostiger Plattenrock. Der wäre ein bisschen besser. Was haben wir noch, wenn wir es leisten? Hier auch das Herwaldische Kettenhemd überwachen Rock. Welcher allerdings genauso wie Plattenrock genau das gleiche Rüstung hat, aber ein bisschen mehr kostet. Hier haben wir eine Kettenhauptberke. Die wir uns auch noch leisten. SRX und Körperpanzerung schlechter. Hier hätten wir die Brigantine, den können wir uns mal noch leisten.
Deswegen ist auch schlechte Körperpanzerung. Ich glaube, die können wir uns. Ja, genau, die können wir uns nicht mehr leisten. Wie sieht es mit der Handschuhe aus? Hier haben wir 8, 8, hier haben wir ja schon 6. Also bei den Handschuhen würden wir 9000 zahlen und bei der neuen Rüstung, bei der billigsten, die wäre, wären hier die 3800. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt das beides nehme angenommen, dann zahlen wir dafür 13.011. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir kriegen ja Rückgeld durch die Sachen, die wir verkaufen. Und damit geht es. Sehr schön. Damit geht's. Jetzt zahlen wir noch sau viel, jetzt haben wir noch 700 Dinare, aber wir haben eine neue Ausrüstung. Neue Handschuhe, neue Rüstung, neue Axt. Sehr schön. Gut, dann eskortieren wir mal die Händler nach Dirim. Das ist irgendwie innerhalb von 2 Parts die 4. Karawane oder so. In der Nähe von Burg Jairbe wurden Feinde entdeckt. Vegas müssen das sein. Problem ist, Burg Jairbe ist direkt daneben. Wartet mal eine Weile hier. Ich reite voraus. Ich will mir das kurz anschauen. Oh oh oh. Oh 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 oh. Hehehe. Ja klar. So sehe ich aus. La 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 la. Ich bin da mal weg. Da kommen ein paar Nords. Fürs Knuder braucht ihr irgendwas. Wir haben schon Krieg mit dem Vegas, wir brauchen nicht noch einen Feind. Da kämpft Fürst Loggerson gegen Fürst Fuldrad. Dem helfen wir jetzt mal. Weil damit sind wir nämlich mehr unter 28 gegen 67, weil die anderen noch nicht dabei sind. Und ich eine neue Rüstung teste. Gut, auf geht's. Danach werde ich wahrscheinlich gleich fliehen und die Karawane fertig eskortieren, aber. Und wieder mal beim Mondschein. Oh, heute scheint kein Mond. Heute sind nur die Sterne. Schade. Was wie? Da sind sie! Attacke! Für die Nords! Pam! Pam! Für die Nords! Macht sie fertig, meine Krieger! Zeigt ihnen, wer hier der Boss im Hause ist! Und Fürst Wulgrad ist K.O. Sehr schön. Und wir haben ihn voll verfehlt. Nicht so schön. Ach, den dürft ihr fertig machen. Ist nur ein einzelner. Oder auch nicht. Da kommt ihre Verstärkung. Macht sie fertig, Krieger! Wir helfen natürlich tatkräftig mit. Logischerweise. Jetzt wird es Zeit für die neue Langaxt. Ihr Schlachtdebüt. Ja, sehr schön, gleitet wie durch Butter. Gleitet wie Butter durch heiße, wie Messer durch heiße Butter. Und damit haben wir Level 24 erreicht.
gewonnen. Nein, da ist noch ein Reiter. Das war's mit dem Reiter. Jetzt haben wir gewonnen. Sehr schön. Ein verwundeter Nordjäger, ansonsten keine Verluste und 18 tote Feinde. 127 gegen 48. Machen wir auch noch. Fällt gerade auf, ich mag die neue Axt. Die war gerade sehr, sehr. Die hat nur einmal gefailt. Wir sehen nicht gleich getötet, aber ansonsten hat es jetzt bisher sehr gut Dienste geleistet. Ich habe sie gesehen. Da sind sie. Oder? Hä? Hä? Oh, ich habe sie übersehen. Ihr lernt jetzt mal meine neue Axt. Haha. Meine Axt wartet schon auf eure Fratzen, wie jetzt Gimli sagen würde. Und damit hat Gimli verdammt recht. So eine Axt ist eine schöne Waffe. Gimli führt ja auch im Film eine Zweihand-Axt. Ist zwar nicht immer so ganz ersichtlich, aber es ist ein Doppelblatt, also zweihändig. Interessant, der Herr der Ring-Effekt nebenbei. Schön, dass ihr auch mal kommt, Freunde. Kommt schon, Jungs, ihr könnt das besser. Oh, jetzt gab es gerade den ersten Toten. Tragisch. Fertig. So, sehr schön. Wieso ist eigentlich die Hälfte der Nordsfürsten zu Fuß? Das finde ich total doof. Ein Nordjäger ist getötet worden, ansonsten zwei Verwundete und 15 tote Feinde. Und das sollten sie jetzt selber schaffen. Ein Toter, 20 Tote. Und keine Verluste. Sie haben im letzten Moment erschienen, Tartelflecto. Ich werde Rolf nicht vergessen. Lass uns jetzt ihre Toten flattern und sie den Krähen überlassen. Auf das alle Welt das Schicksal derer sehen kann, die sich gegen uns stellen. Fürst Huldort schafft es leider zu fliehen. Oh, aber wir haben Fürst Faan befreit. Ihr habt mich befreit, dafür stehe ich auf ewig in eurer Schuld, mein Freund. Herr, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Nee, wir nehmen ihn jetzt gefangen, muha. Ich danke euch, oh Herr. Ich vergesse niemanden, der gut zu mir gewesen ist. Damit sind wir jetzt bei Fürst Faan natürlich in der Beziehung um einiges in den Plus gegangen. Cool, ich wusste gar nicht, dass er einen gefangenen Fürsten hatte. So, und wir können zwei Truppen mal setzen. Das ist der Gefangene, den er hatte. Und ich weiß ja noch vom letzten Mal, dass wir ziemlich viel... Ja, okay, wir können eh nur einen Fernkämpfer und einen Nahkämpfer. Hat man von dem hat einfach den Krieger, der am weitesten entwickelt ist. Jetzt haben wir dann hier weiter Langspitzenschild. Lauter Knüppel, lauter Schwert, Lederweste. Weitpferd, einfacher Langspitzschild. Was haben wir noch hier? Haben wir noch was hier? Nö. Und da kommen gleich die anderen angescheißert. Aber ich überlege gerade, ob wir so einen 110er-Trupp schaffen. Wir sind jetzt zu 58. im Moment. Also haben wir knapp die Hälfte des anderen Truppen. Was hat der denn? 33 Bogenschützen, 27 Scharmützler, 98 Fußsoldaten, 2 Meisterschützen, 6 Veteranen, 6 Rekruten und 7 Reiter. Und er selber. Ach, fuck. Fuck that shit, wir probieren's.
Halt, rum halte ich heraus, trat der Wildperfekte. Fürst Wolder mag auf Vortex reingefallen sein, aber wenn gegen mich antretet, der weit gerissen an Feindens Auge. Ja, das werden wir sehen. Klar, er ist in der Überzahl, aber wie wir aus vergangenen Zeiten wissen, das ist keine Garantie für den Sieg. Ich schwinge schon mal kampflustig die Axt. Wow. Okay, wir reiten voll auf ihn zu. Leider kein Toter, schade. Fürst Ruli ist auch so ein geiler Name. Die Vegas scheinen alle Pech mit ihrem Namen zu haben. Die haben alle nur beschissene Namen. Fuck, was ist los? Was ist los? Was ist los? Nein, nicht K.O. gehen. Nicht sterben und K.O. gehen. Nein, hört auf damit. Hört sofort auf zu sterben. Jetzt könnte uns Fürst Logerson eigentlich im Gegensatz zur Hilfe kommen, weil wir ihm auch gerade geholfen haben. Ich meine, bei Fürst Farn verstehe ich, dass der war wahrscheinlich alleine gefangen. Alter, was ist denn gerade los mit uns? Wir erwischen die nicht gescheit. Da kommt die Verstärkung. Was ist denn gerade los? Ich möchte jetzt nicht verlieren. Wir haben gerade so einen schönen Lauf gehabt. Da ist für Struli der Pisser. Der hier. Den will ich haben. Der gehört mir. Komm her, du Fürsti. Heute gibt's Fürstengehacktes. Angeberische Waffe, ey. Ja, damit ist er K.O. Sehr schön. Ja, eine Angeberwaffe macht einen nicht zum Sieger. Mein lieber Fürst. Au, Penner. Kommst du mal so her, dass ich dich auch treffen kann? Das wäre sehr nett von dir. So, sehr schön. Aber ich verlinke gerade zu viele Männer, das gefällt mir gar nicht. Das finde ich gerade höchst unlustig. Dabei hatte der gar nicht so viele Reiter, wir haben es ja gesehen. Vor der Schlacht. Ah, das war leider nur Schild. Au! Du Pissnelke! Inakzeptabel! So. Mach ihn fertig. Dann mache ich ihn halt fertig. Keine Zeit für so einen Blödsinn, wir müssen weitermachen. Wie ist denn der gerade so stark? Vielleicht hätten wir ihn nicht angreifen sollen, sondern einfach fliehen sollen. Reiter, Bitchy.
Ja, ich weiß, das ist ein Kerl, deswegen passt Pidgey nicht ganz. Ah, es war mal ein Reiter. Jetzt ist er ein Fußdruckler. Macht ihn fertig. Und das war's. Wir haben die erste Schlacht gewonnen, aber das waren große Verluste gerade. Ja, 6 Tote. Viel zu viel verloren. Ein Veteran, ein Krieger, 2 Jäger. Ein Nordbogenschütze. Er hat 22 verloren. Das waren gerade viel zu viele. 47 gegen 87. Er hat 40 Truppen mehr als wir. Dann müssen wir jetzt nochmal mit einsteigen. Das waren gerade viel zu hohe Verluste. Jetzt die Schlacht muss unbedingt besser laufen. In 5 Minuten ist auch der Part schon wieder vorbei. Ich hoffe, dass ich in 5 Minuten die Schlacht entschieden habe. Hoffentlich diesen Fürstruli gefangen nehmen kann. Sind sie das? Oh ja, das sind sie. Die Bogenschützen sind halt echt tödlich. Aber wenn sie so dumm sind, zu Nahkampfwaffe zu greifen, werden sie wieder ganz leicht. Vor allem, solange sie nur auf uns ballern, können unsere Truppen sich näher. Und sofern sowas passiert, ist es natürlich ganz blöd. Scheiße. Offenbar haben sie keine Pfeile mehr. Sehr schön. Und unsere Truppen sind fast da. Oh, fuck, fail. Mega fail. Ich schäme mich für mich selbst. So, jetzt kommt mal wieder unsere neue Axt dran. Oder kommt Verstärkung von ihnen. Tötet sie, vernichtet sie alle. Reißt ihnen die Augen aus. Reißt ihnen die Augen aus und stopft sie ihnen in die Nasen. Yay. Oh ja, die Schlacht läuft bedeutend besser. Alles gepflastert mit toten Vagiers. Die Schlacht läuft bedeutend besser. Keine Verluste und 22 tote Feinde. Sehr schön. Sowas lobe ich mir. Und jetzt noch eine Schlacht. 47 gegen 65. Wenn die Schlacht jetzt nochmal so läuft wie die gerade eben, dann wird es sehr gut. Allerdings bezweifle ich, dass es jetzt immer so gut läuft. In 2 Minuten ist der Part vorbei, fuck. Ich glaube, ich werde es wieder nicht einhalten können und werde wieder ein bisschen überziehen. Sorry, Freunde. Aber ja. Ich will die Schlacht jetzt unbedingt fertig machen. Wieder so eine Bogenschützen-Air Force hier. Die Fähig ist halt berüchtigt für ihre Bogenschützen. Aua. Ha! Oh, ich habe ein Zombie-Pferd. Im Kopf meines Pferdes steckt ein Pfeil. Ich habe ein offiziell ein Zombie-Pferd. Oh Mann, ey. Nein, wir sind K.O. Fuck. Diese scheiß Drecksbogenschützen. Wir konnten 3 Bogenschützen in Tod reißen. Und dann gingen wir K.O. So eine Scheiße. Jetzt steht 46 gegen 62. Und wir können nicht mehr mitkämpfen. Ach komm, Jungs, das schafft ihr. 6 Tote, 9 Tote. 6 Tote, 9 Tote. 3 Tote, 7 Tote. Ich will kurz nochmal gucken. Ja, komm, die 10 Mann mehr.
3 Tote, 5 Tote, 1 Tote, 1 Tote, wie viel steht's? 12 gegen 24, kommt schon, Jungs. 2-1, 4-1, fuck. Okay, wir ziehen uns zurück. Schade. Sehr, sehr schade. Ich glaube, manchmal treffe ich einfach die falschen Entscheidungen, was so schnell Schlachten angeht. Oder kämpft fest. Fürst Knuder, dem helfen wir mal gegen Fürst Naldera, allerdings kämpfen wir selber nicht mit. Jetzt gegen 68, kommt schon Jungs. Vielleicht kann er uns helfen. Ja, die Schlacht gewinnen wir ganz deutlich. Fürs Knüller geholfen, Fürst Naldera schafft es leider zu fliehen. Die beiden nehmen wir mit. Diese dummen Bogenschützen, das ist echt ein Graus. Ja, gut, aber wenn ich jetzt gegen die Nords kämpfen würde, statt selber Nords zu sein, würde ich sagen, diese scheiß Fußtruppen sind ein Graus. Ja, sehr schön. Jetzt können wir uns bei ihm rächen. Fürs Knuder hat nämlich viel mehr. Hahaha, das hättest du nicht machen sollen, Opfer. Das ist die Rache für den vorigen, Rückzug. So, damit ist Fürst Ruli auch besiegt und wir haben wieder ein paar Männer mehr. Ja, alle können wir nicht mitnehmen. Einer bleibt zurück. Gut, sehr schön. Und damit speichere ich jetzt. Ich habe wieder ein bisschen überzogen, tut mir leid. Beim nächsten Mal schaue ich wirklich, dass ich nicht überziehe. Und wenn ich beim nächsten Mal überziehen sollte, mache ich so wie die letzten Male auch. Ich lasse eine Folge aus. Also einen Tag mal keine Folge. Aber beim nächsten Mal probiere ich es nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt haben wir die Schlachten ja doch noch drehen können. Dank fürs Knuder. Ja. Ich hoffe weiterhin auf so viele mich sehr erfreuende Kommentare wie das letzte Mal. Das war super. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, wir sehen uns bei Vampire oder morgen wieder. Bis dann, Freunde.